Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht es, ich bin heute beim Vorbild und zwar bei der finnischen Bahn, die auch Vectrons einsetzen. Ich bin nämlich auf Geschäftsreise in Helsinki und dachte mir, ich mache meine Anmoderation deswegen mal vom Hauptbahnhof hier in Helsinki. Der regelmäßige Zuschauer wird es gemerkt haben, ich produziere immer ein bisschen vor und ja, in diesem Video, fährt gerade was los, in diesem Video soll es darum gehen. Ja, das war der Intercity nach Kuopio, der mich da unterbrochen hat, aber weiter geht es. In diesem Video soll es um mein zweites Segment gehen, was ich jetzt angefangen habe zu bauen. Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, warum baust du schon das zweite? Das erste ist doch nur eine Baustelle, aber ich möchte natürlich auch ein bisschen Fahrverkehr, also ein bisschen Bewegung auf der Anlage zeigen, weil im Endzustand dieses Kanals möchte ich hauptsächlich Fahrvideos machen mit schöner landschaftlichen Ausgestaltung drumherum. Und deswegen baue ich jetzt schon das zweite, um dann alles zusammen so ein bisschen fertig zu gestalten. Und ja, ihr werdet es selber wissen, es ist einfach am schönsten, wenn tatsächlich sich ein bisschen was auf der Anlage bewegt. Und deswegen, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ihr seht es hier im Hintergrund, ein finnischer Dosto. Ich kenne diese Wagen tatsächlich nicht, also falls jemand sie kennt, werden die hier in Finnland gebaut? Ich habe keine Ahnung. Aber ja. Die sind auch gefühlt noch ein bisschen höher und größer als die Dostos, die wir so in Deutschland haben. Egal. Jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß dabei. So, das ist die Rückwand des zweiten Segmentes. Und da habe ich mir wieder so Zugriffsfenster hinten reingesägt, dass ich entsprechend im Schattenbahnhof bzw. im verdeckten Teil der Anlage darauf zugreifen kann, wenn ein Zug entgleisen sollte. Und das läuft spitz zu nach links, weil vom rechten Segment kommt ja von oben ein Gleis und von unten zwei Gleise. Und die sollen sich natürlich treffen und dann kommen die auf einer Mittelhöhe in etwa hier hinten dann in die Schlaufe. Und hier vorne habe ich dann quasi das Segment auf dem Segment. Weil in etwa in der Höhe kommt von hier die Paradestrecke rein, zweigleisig. Hier kommt dann das in einem vorherigen Video bereits gezeigte Wirrwarr aus verschiedenen Weichen, wo dann hier die Nebenstrecke beginnt und so weiter. Und da hinten geht es quasi in der Kurve rum. Und da habe ich mir gedacht, weil hier so viele Weichen drauf sitzen, mache ich das gleich noch ein bisschen höher und lege dann da diese Platte noch drauf. Hier vorne habe ich ein bisschen Abstand gelassen, weil ich quasi hier das normale Segment die Höhe habe. Und dann möchte ich hier oben noch entsprechend verkleiden mit einer Mauer oder irgendwas, damit das sich einfach einpasst, weil das ist eigentlich die Höhe, wo die ganzen Segmente beginnen. Und entsprechend soll das hier dann nicht einfach aus Holz bestehen, sondern halt irgendwie eine Verblendung haben. Ja, und jetzt werde ich im nächsten Schritt die Holzplatte hier aufbringen. Und dann dafür sorgen, dass da hinten noch eine Holzplatte hinkommt und hier entsprechend der Bahndamm dann da hinten zulaufen kann. So, mal ein kleines Video von unter der Anlage, wo jetzt quasi beide Segmente nebeneinander stehen. Ja, auf den Millimeter genau habe ich hier nicht gearbeitet. Hier ist ein bisschen weiter unten als da drüben. Aber gut, der ganze Raum ist auch schief. Also vielleicht liegt es am Ende auch daran. Ich habe jetzt hier mal versucht anzuzeichnen, wo ich meine Verbindungsbolzen reinsetze. Also ich habe hier solche Schrauben, 6 mm dick. Und die werde ich dann entsprechend da durch. Und hinten dann mit einer Flügelmutter festziehen. Und jetzt bin ich am Überlegen, in welcher Höhe ich das setze und ob ich dann zwei davon setze. Das ist wahrscheinlich sinnvoll, weil dann ist es in jegliche Richtung stabilisiert. Ich mache das auf der einen Seite und natürlich auch auf der anderen Seite. Aber dafür werde ich jetzt hier erstmal ein Loch vorbohren in genau dieser Stärke und dann gleich mehr dazu. Und so sieht das jetzt aus. Einmal durch beide durch und darauf geachtet, dass natürlich auch die ganzen Abstände passen. Und jetzt kommt die Schraube da rein. Das ist wirklich hier auf Press. Aber gut, beim ersten Mal passt das halt noch. Und irgendwann wird das etwas lose, wenn man es mal häufiger geöffnet, wieder auseinander, zusammen.
So die eine Seite und so die andere Seite. Hier seht ihr jetzt mein zweites Segment, was sich jetzt an das erste angebracht hat, hier mit Flügelschrauben und hinten quasi der Schattenbahnhof, Schatten, wie auch immer, Tunnel. Und hier seht ihr die hinten die Zugriffslöcher, die laufen auf diesem Segment spitz zu. Und zwar ist das deswegen, weil mein eigentliches Gleis ja etwas weiter oben ist, damit ich unten den Fluss darstellen kann. Und hier hinten ist das Gleis auf der unteren Ebene, sprich es wird hier nach oben fahren und das Gleis, was hier von oben kommt, wird nach unten gehen, damit die beiden sich treffen. Und ja, wie man so schön sagt, ich habe da schon mal was vorbereitet. Das ist die Platte, wie sie dann hier raufkommt. Schon angezeichnet, dass es entsprechend auch richtig sitzt. So passt die hier hin. Jo. Und dann habe ich hier hinten quasi das offene Loch, weil ja hier die Schrägen sein werden. Und dafür habe ich hier dieses Teil mir schon mal gesägt. Das wird dann hier entsprechend angebracht. Weil das wird die Höhe sein, wo dann die beiden Gleise aufeinandertreffen und dann hier in die Kurve übergehen. Und dann habe ich noch dieses Teil. Das wird hier noch entsprechend angebracht. Dann mache ich hier einfach eine Verlängerung und klebe das dann aneinander. Dann hält das bombenfest, außerdem ist das ja keinen großen Belastungen ausgesetzt hier. Und ihr seht schon, hier geht es ein bisschen runter und hier geht es ein bisschen hoch, damit das entsprechend dort die Gleise trifft. Dann habe ich vorbereitet die eigentlichen Gleistrassen. Die kommen entsprechend hier hin. Ihr seht, das ist ein bisschen darunter, weil hier ja noch dann die Trittschalldämmung draufkommt, um ein bisschen den Schall zu kaschieren. Und ja. Ich habe jetzt nicht genau ausgemessen. Ich glaube, das hier ist 1 Meter und ich würde mal sagen, ich gehe hier 4 cm hoch. Da liege ich ein bisschen darüber, was man so empfiehlt. Aber ich glaube, das können meine kurzen Züge hoffentlich verkraften. Habe jetzt nicht vor, da kilometerlange Züge drüber fahren zu lassen. Von daher sollte das eigentlich passen. Ja, und dann hier drüben das Ganze nochmal für die andere Richtung. Hier kann ich das wunderbar schon anbringen. Hier muss ich noch was dazwischen bauen, damit das hier auch stabilisiert ist und dann dieses Gleis hier runterlaufen kann. Hier unten treffen die sich dann und ja, das und das Gleis, die werden dann zu einem, weil das beides Gleise in diese Richtung sind und hier unten das andere Gleis ist entsprechend in diese Fahrtrichtung. Und so gehen die dann hier hinten in die Kurve. Ja, und das Ganze wird dann genauso wie hier auch verkleidet. So, das ist der aktuelle Bauzustand. Und zwar seht ihr hier ja meine Parallelstrecke und da hinten die Tunnelstrecke. Ich habe hier jetzt schon angebracht solche Stücke, die quasi das eigentliche Gerüst nach oben verlängern. Dann habe ich für hier vorne, ihr seht das hier schon, habe ich diese 4 Zapfen vorbereitet. Und dazu gehört entsprechend dieses kleine Ding. Und zwar habe ich das gemacht. Man kommt ja von hier unten an die Platte ran mit den Servos für die Weichensteuerung. Damit ich hier entsprechend rankomme, habe ich quasi das Modul auf dem Modul, um dann hier bei diversen Weichen die ganzen Motoren anbauen zu können und immer perfekt ranzukommen. Das wird dann quasi hier so draufstehen und ja, das werde ich jetzt auch mal befestigen. Dafür brauche ich mal ein bisschen Holzleim. So. Kurz wegbewegen.
So. Und jetzt gibt es quasi die Hochzeit. Das Teil wird da so drauf gesteckt. Eine Sauerei dabei. Ich habe hier vorne nämlich extra eine Kante gelassen, damit ich da später noch verzieren kann. Mit einem, ja, irgendwie mit Styrodur habe ich mir gedacht, mache ich da ein bisschen eine schöne Mauer vorne dran. Aber jetzt habe ich hier natürlich gerade nicht dran gedacht und Kleber hingeschmiert. Der muss natürlich wieder weg. So. Passt. Wackelt und hat keine Luft. Dann beschwere ich das Ganze mal, damit es auch entsprechend ordentlich angedrückt ist. Rühren wir mal alles an Gewicht, was wir hier so haben. So, kurz noch Kontrolle, ob das passt. Von unten. Sieht gut aus. Ja. Soweit dazu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich habe aber noch ein Anliegen an euch. Und zwar sind aktuell 20% meiner Zuseher erst Abonnenten. Sprich, 80% meiner Views kommen von Nicht-Abonnenten. Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr regelmäßig reinschaut und auch den Kanal abonniert. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.